Zum wiederholten Male fand im Mötztuschlag unter Mitwirkung einheimischer Vereine, unzähliger freiwilliger Mitarbeiter und Unterstützung der Stadtgemeinde der traditionelle Krampuslauf statt. Der Krampuslauf hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem schaurig schönen Event entwickelt, der sowohl die aktiven Teilnehmer als auch die tausenden Schaulustigen fasziniert. Die Vorbereitungszeit beginnt eigentlich im Februar. Die eine Saison endet, die neue Saison beginnt. Ab Februar planen wir schon bereits diesen Lauf. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Berchtenlauf und einem Krampuslauf? Die Krampus kommen in der Adventszeit, sind auch die Begleiter des Nikolaus. Die Berchten sind in den Rauhnächten, die treten in den Rauhnächten auf. Die vertreiben eigentlich die bösen Geister des Winters. Uns ist aufgefallen, es sind ja sehr viele weibliche Krampusse dabei. Wie groß ist da der Schnitt mittlerweile? Er wird immer größer. Also das hat sich irgendwie ergeben und taugt uns ja auch. Ne? Kinder sind auch sehr viele dabei. Weiß man, wie viele Kinder heute beim Krampuslauf teilnehmen? 30, 40 circa. Also vor unserem Lauf dürfen wir die Kinder auftreten. Und da haben sich circa 30, 40 freiwillige Kinder gemeldet. Es haben aber die Krampuspassen selbst auch Kinder mit. Ich bin schon 2 Jahre dabei. Da immer mit Zuschlag oder warst du bei anderen Krampusläufen auch schon? Ich war schon bei anderen in Kindberg und Kapön. Der Mürzzuschlag ist jetzt mein erster. Und was taugt da so am Krampus sein? Ja, einfach so man umgeht draußen und sehen, wie sich die Kinder freuen. Und gibst du ein bisschen, taugt es da, dass die Leute Angst vor dir haben, oder? Manchmal, aber nicht immer. Und jetzt geht's los. Wie nervös bist du? Riesig, mega. Also momentan sehr, aber die letzten Tage sind eigentlich super gelaufen. Ich habe ein super Team hinter mir, wir haben toll zusammengehalten. Es ist eigentlich alles schnell gegangen, der Aufbau und alles. Und jetzt kann der Lauf kommen. Es werden jetzt gleich 600 Berchten auf euch losstürmen. Wie ist das Gefühl? Saugeil. Scheiße. Voll geil. War keine Angst? Doch. Gib's uns dazu. Also mir geht's nicht so gut. Und dann war es endlich soweit. Pünktlich um 18 Uhr begann das schaurige Treiben. Nach dem Auftritt einer Kinderpass eröffneten die ganz Ganzstornteifeln das wilde Spektakel. Wir sind seit Jahren unterwegs und wir kennen dementsprechend viele Gruppen und wir suchen uns die Rosinenstücke natürlich aus und schauen, dass das halt alles in Mürzzuschlag teilnehmen kann. Der Krampus, auch Kramperl oder Bartel, ist im Adventsbrauchtum eine zottelige Gestalt, die den Nikolaus begleitet und Angst und Schrecken verbreitet. Doch woher kommt eigentlich der Krampuslauf? Seinen Ursprung hat dieses Brauchtum in den Klosterschulen. Dort entwickelte sich in der Mitte des 17. Jahrhunderts der sogenannte Einkehrbrauch. Er besagt, dass der heilige Nikolaus am 6. Dezember zu den braven Kindern kommt, während die nicht ganz so braven Kleinen von einem Teufel oder einer ähnlichen Schreckgestalt bestraft werden mussten. Die hat jetzt circa um die, ich sag einmal, 4 bis 5 Kilo. Also die ist ganz schön leicht. Und die Ausrüstung mit Glockengurt und so, sage ich auch nochmal, ja, 10, 15 Kilo. Aber unterm Föhn ist halt ganz schön heiß. Wie viele sind heute tatsächlich am Start? 38 Gruppen. Rund 600 Gestalten. Und wir schauen, dass wir mit Zuschlag richtig beleben. Tausende Zuseher waren gekommen, um diesem Riesenspektakel beizuwohnen. Aber wer ist eigentlich der Krampus? Der Name stammt vermutlich vom mittelhochdeutschen Wort Krampen ab. Das bedeutet so viel wie Kralle oder Klaue. Die Rute hatte früher einen pädagogisch strafenden Charakter. Das Tragen von Ketten wiederum erinnerte an den gefallenen Engel Luzifer, der in der Hölle angekettet wurde. Die Herkunft der Krampusfigur ist jedoch nicht vollständig geklärt. Dass das Gute als Gegenstück das Böse braucht, das findet sich oft in mythischen oder religiös verbundenen Geschichten. Auch die Mitglieder der vielen eingeladenen Passen waren begeistert. Das ist der erste Lauf im Jahr für uns und es ist einfach eine mega Kulissen da und hat einen mega Spaß gemacht, das war wirklich eine Gaudi. Warst du das erste Mal da mit Zuschlag oder warst du schon mal? Genau, nein, ich bin jetzt das erste Mal da und wie gesagt, ich war bei der Hälfte vom Lauf war ich schon außer Puste und
Ja, mega. Der Kopf kannst du ungefähr rechnen um die 1000 Euro, bis dass er fertig ist. Und die Ausrüstung ist viel und alles drum und dran, kannst du auch nochmal für 1000 Euro. Glockengurt und das ganze Klarmaterial, das sammelt sich halt zusammen. Also mit 2.000, 3.000 Euro bist du dabei. Nach oben sind preislich jedoch keine Grenzen gesetzt. Je nach Aufwendigkeit und Rarität können Ausrüstungen bis zu 5.000 Euro und mehr kosten. Die Jugend ist aber davon wenig beeindruckt und denkt schon an die Zukunft. Und in 2 Jahren bist du wieder dabei, nehme ich an, oder? Ja, ich bin immer dabei. Der Campus-Nachwuchs ist offenbar gesichert und daher steht einer Wiederholung des Campuslaufs in 2 Jahren nichts mehr im Wege.